aus Gottes Hand. Deshalb ist für alles gesorgt. Speis und Trank sind Gottes Gabe und dem Satan verhasst. Deshalb wollen wir fröhlich sein. Doch alles zu seiner Zeit und jeder an seinem Platz. Das gilt hier für uns, aber auch für unser Vaterland. Wir müssen freilich achtsam sein, denn geschenkt sind uns Ordnung und Wohlstand nicht. Sie bedürfen unseres Schutzes und der wehrhaften Verteidigung, genau wie unsere Seele. Daran denken wir jetzt aber nicht, denn ein reiches Mahl harret unser, deshalb wollen wir fröhlich sein, denn Gott möchte uns fröhlich sehen. Das Buffet ist geöffnet! Der schönste Moment des Tages. Danach wird uns garantiert wieder Brot und Wein. Traurig, traurig, traurig. Man sagt, sie sei aus gutem Haus. Und die Mama! Kommt heute aus dem Partout, sagt man, aber seit Generationen im Übersee. Aus der Vater! Ein echter Deiner, aufgewachsen in Südamerika. Als er das Maschinen umliegte. Sehr interessant! Oh, ja, 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 Eine neue Dampfheizung, womöglich von den Wäldern, du sitzt in den Sturm. Und dann die Krone, die Krone. Ohne Kredit wird es nicht gehen. Wann kommt denn die geheimnisvolle Dame? Sie bereitet sich sicher vor, Garderobe, Frisur und Schmuck. Man spricht schon davon. Verfügt offenbar über einen exquisiten Geschmack. Oh, in einer gewissen Nachlässigkeit bei der Aufbewahrung ihrer Wertsachen. Wir alle sollten uns davon fernhalten. Aber, mein lieber Pastor Balzer, wir wollen doch, wir sollten lieber wieder